Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mundaun. Wir sind hier ganz schön in Bedrängnis geraten. Von bösen Imkern umgeben. Ihre Bienen auf uns hetzen. Wir haben hier gerade übers Funkgerät gesprochen mit dem guten Walter und wir brauchen halt immer noch den Honig. Ich würde sagen, wir kochen uns jetzt wirklich erstmal einen Kaffee. Na, Bushia. Eh? Warum nicht? Ach shit, wir brauchen Wasser. Hab ich ganz vergessen. Wir haben kein Wasser. Wir kriegen vorne zwar Wasser. Da wo wir die Geiß haben trinken lassen. Ja, so Mut wäre halt schon cool, ne? Weiß halt nicht, ob ich das vielleicht ein bisschen unterschätze mit dem Mut. Jetzt nochmal den ganzen Weg zurück, um da vorne Wasser zu holen. Hatten wir noch einen Kaffee einstecken vielleicht? Wir haben doch noch einen Kaffee. Mensch, sehr gut. Der wird jetzt reingesüffelt. Angstresistenz permanent erhöht. Das ist ja schon mal gut. Jetzt sehen wir hier. Das ist Umgang mit Gewehr. Was das jetzt genau ist, keine Ahnung. Und das wird die Angstresistenz sein. Aber wir sind halt immer noch ganz schöne Waschlappen. Ah, es wird ja permanent erhöht. Habe ich nicht dran gedacht? Das heißt, wir sollten uns vielleicht doch öfter mal einen Kaffee gönnen. Ich dachte, es ist nur kurzzeitig. Na, dann macht das vielleicht doch alles ein bisschen mehr Sinn. Mit dem Kaffee. Ach Mist, wir müssen schnell die Steinfigur hier hinballern. Sonst lässt er uns nicht los. Auch selten, dass man mal rauchen muss, um zu überleben, ne? Helmut Kohl hat's immer gesagt. Los, geht auf das Vieh hier. Sehr gut. Es würde da hinten noch lang gehen, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir den Honig dort bekommen. Wir müssen halt leider nochmal hin. Ich habe echt gar keinen Bock auf das Haus. Oh, nicht runterfallen. Der Imker läuft natürlich auch schön wieder rein, beziehungsweise fliegt. Wir könnten ihn natürlich rauslocken und dann hier hinter so einer Figur, also da hinterherlaufen, dass er die anvisiert. Ach komm, was haben denn die für eine Range? Jetzt halt die Frage, reicht das? Gehen die auf die Figur? Nee, die gehen auf mich. Ja, wie sollen wir den wieder loswerden dann? Ja, der lässt uns definitiv nicht in Ruhe. Sache ist, wir bräuchten halt eigentlich mal ein bisschen Zeit in dem Haus. Ich hab doch. Auch. Ja, wir müssen ja erstmal weg. Also es bringt nichts, in das Haus zu gehen, wenn der die ganze Zeit aggro ist auf uns. Das ist, glaube ich, nicht der Weg, den wir gehen sollten. Da oben lang wird noch nicht viel bringen. Wir müssten irgendwie unentdeckt an ihm vorbeikommen. Sache ist, ich sehe ihn halt auch gar nicht mehr. Ja, natürlich ist er dort. Ich hoffe halt wirklich sehr, dass der Tabak nicht irgendwann leer geht. Wo war denn der? Der war das. Aber ich befürchte fast, dass das der Fall sein wird. Weil wir haben ja nochmal Tabak gefunden, konnten den bloß nicht aufnehmen, weil wir schon welchen hatten. Das heißt, früher oder später wird er leer gehen. Wo ist denn Imker jetzt? Ich glaube, wir haben ihn rausgelockt. Wäre natürlich mega gut. Ja, da hinten ist er. Ich
hoffe nicht, dass er uns jetzt direkt sieht. Wir müssen jetzt hier rein und wirklich schnellstmöglich eine Lösung finden. Die Sache ist, ich komme hier nicht rein, egal wie viel ich rauche. Und einfach hier sich was mitnehmen, halt leider auch nicht drin. Der Imker bleibt erstmal weg. So ein kleines bisschen bewegen die sich dadurch, aber das ist... Ah, scheiße, Imker kommt. Das ist nicht der Rede wert. Ja, ist ja gut. Hier unten war auch nichts. Was ist das? Ey, cool, wir haben einen Imkeranzug. Ja, egal. Schnell hoch. Ist die Frage, ob der andere Imker dann trotzdem noch böse ist auf uns. Er kommt nämlich gerade. Ich glaube, wir müssen nämlich hier durch. Und uns irgendwo hier... Da ist Honig. Wir haben Honig. Sehr gut. So, jetzt ist der böse Imker bestimmt gleich da. Yep. Ja, ich habe einen Anzug. Ja, ich habe keinen Anzug. Scheiße. Warum hat er die Pfeife nicht mehr in der Hand? Nimm die Pfeife. Falsche Taste. Rauch. Oh Gott, Rauch. Hey, wir haben es geschafft. Wir haben Honig. Wir haben alles für den Walter. Warum können die dann so lange dadurch atmen? Ich glaube, die leben nicht mehr. Schnell weg hier. Rätsel gelöst. Ach, hätte ich das gleich vorhin mal kapiert. Gut, wir müssen wieder in das Haus zurück. Jetzt haben wir den nächsten Imker am Hals. Da ist auch noch einer. Hey, rauch doch. Ach du Scheiße. Ey, wenn wir jetzt sterben. Zu viel auf einmal. Wir sind gleich tot. Ach, das war so klar. Scheiße, jetzt müssen wir da nochmal hin. Warum war jetzt auf einmal so viel? Und irgendwie müssen wir echt entweder lange ziehen oder der braucht nochmal eine Minute vorm nächsten Zug. Ach, Mist. Ärgerlich. Aber na gut, wir wissen zumindest jetzt... Ach, oberen Stockuntersuchung. Ach du Scheiße, wir haben ja Ewigkeiten nicht gespeichert. Wir sind ja hier wieder im Haus von... Oder? Nee. Hä? Nee, das war gerade verkehrt, ne? Blockierte Straße, Freiräume, alles klar. Ich dachte jetzt, wir sind wieder im Haus von... Serpentini. Aber wir sind schon im Steinhaus drin. Ich habe schon geraucht. Ja, ich glaube, wir müssen hier ein bisschen taktischer vorgehen. Ich renne hier einfach raus wie blöd. Verlass mich auf die Pfeife, aber ich glaube nicht, dass das der Weg ist. Jetzt kommen nämlich gleich zwei auf einmal. Vielleicht kriegen wir beide mit einem weg. Jawohl. Lasst ihr bitte jetzt ab von mir. Ah, hier ist der andere Imker. Scheiße. Ah, wir können halt nicht an dem vorbeirennen. Ihr seht ja, wie langsam wir werden. Das ist halt echt schade. Was ist denn mit den anderen Imkern? Sind die jetzt weg? Ich glaube, die haben von uns losgelassen. Warum kommen die nicht? Ach Mist, das ist der nächste. Gut, wir müssen erstmal die Steinfiguren wieder einbauen. Oder aufbauen. Es tut mir leid. Jetzt haben wir echt ganz paar Minuten Spielzeit verschenkt. Aber ihr habt es ja gesehen. Ich hatte echt nicht viel Wahl. So, der wird uns gleich mitkriegen, der da oben. Oh, da sind jetzt beide. Wenn wir uns hier irgendwo langschlängeln könnten, dann wäre es schon die Lösung. In der Hoffnung, dass die uns nicht mitkriegen und jetzt ganz schnell hier hinter. Wir können auch ruhig mal ein bisschen schneller laufen. Laufen wir gleich von unten rein, dann werden wir nicht nochmal gestochen von den oben. So, Imkeranzug, zack. Ja, wissen wir doch alles schon. Komm, steh auf, nimm Honig. Ich hatte gerade echt, ich dachte gerade, das ist der Imker. Nee, hier ist er. Ja, an dem müssen wir halt vorbei.
Und wir müssen unbedingt dann direkt die Pfeife wieder in die Hand nehmen. So, jetzt. Ja, das ist schon mal ein bisschen besser gelaufen als vorhin. Wird aber gleich mit der nächsten Fuhre kommen. Ja, ich hab doch geraucht. Wir müssen echt eher pusten. So, der ist weg. Wir müssen wieder ins Steinhaus. Und mit Walter funken. Na gut, da ging es. Da haben wir gar nicht so viel Zeit verschenkt. Ja, der kommt jetzt, das ist klar. Die Frage, ob der jetzt auch wieder ins Steinhaus reinkommt. Da ist der nächste im Körner. Wir rennen jetzt erstmal rein. Werden wir ja sehen. Wo kommen sie? Ah, gut. Rein hier, Tür zu. Und jetzt nimmt die Hand wieder weg. Ja, wir kennen das Walkie-Talkie schon. Wir müssen jetzt leider nochmal mit ihm quatschen. Ja, Walkie-Talkie, ich hab's verstanden. Na, mach die Tür zu. Fenster zu. Ich überspringe das mal schnell, wir kennen's ja schon. Ich habe alles. Ist ja gut. Gut, wir haben hier Zuflucht, wir sollen warten. In der Steinhütte. Beim See schlafen. Da haben wir das Bett. Und dann geht's nämlich weiter zum Walter. Ich freue mich, wir haben es geschafft. Honig ist endlich da. Ich würde das mal noch einpacken. So schwer ist es nicht. Als könnte man von Tabak genug haben als Raucher. So ein Quatsch. Würde uns halt echt gern noch einen Kaffee kochen, aber wir bräuchten halt wieder Wasser. Ich habe auch hier irgendwo, hier steht noch ein Kaffee. Haben wir jetzt einmal einstecken. Wir haben so viel Munition. Eichhölzer haben wir. Also ich muss sagen, mittlerweile. Ach cool. Wir haben das dauerhaft. Wir können das immer mal wieder aufstecken. Oder aufsetzen, aber nur für kurze Zeit. Alles klar. Ich dachte, es ist weg. Ich speichere jetzt erstmal. Ja, ist die Frage. Wollen wir nochmal zurück Wasser holen? Mir wäre es eigentlich lieber. Wir machen das. Wenn wir jetzt schlafen und der Walter dann kommt, dann sind wir wieder einen Schritt weiter im Spiel. Und wer weiß, ob wir dann nochmal zurückkommen, beziehungsweise ob wir dann noch viel, viel weiter oben auf dem Berg sind. Ist gut, ja. Und wir könnten auch rein theoretisch das Ding nochmal aufsetzen. Deswegen wäre es mir jetzt schon lieber. Lasst uns nochmal hier runtergehen. Eben da vorne Wasser holen. Nochmal einen Kaffee kochen. Weil wenn es das permanent erhöht, macht es uns das Spiel wirklich komplett leichter. Und das möchte ich nicht verpasst haben. Und wer weiß, am Ende schlafen wir jetzt im Bett und Pro-Männer und Imker vereinen sich vor unserem Haus. Können wir ja alles nicht wissen. Wie heftig aber auch Luft holen muss, dann sitzt es halt eine Sekunde eher ab. Ja, der alte Mann, der da unten stand, den haben wir leider nur gesehen. Er war dann weg nach dem Schlafen. Oh nein. Möchte keinen dritten Tag. Ich weiß nicht, ob unsere Ziege mal wieder ein bisschen Durst hat. Wir können es ja mal probieren. Oder unser Geiß, Entschuldigung. Gib mir Wasser. Danke. Wir können mal gucken. Ziegenkopf? Okay, ist anscheinend erstmal gestillt für die nächsten 4 Jahre. Wir hatten ja bestimmt auch hier drin, hier kommen wir immer noch nicht rein, da ist dann die Ausstellung. Wir hatten ja bestimmt auch hier drin eine Möglichkeit zu kochen, ne? Ja. Dann einmal das. Kaffee rein. Wo ist er? Hier ist er. Altes Holz raus.
Na? Wann kommt der? Jetzt, da. Jetzt haben wir's. Entschuldigung. So, Holz rein. Und nochmal Streichholz. Und dann haben wir definitiv nochmal einen Kaffee und alles ist gut. Davon können wir ja auch mehr als eins aufnehmen, also habe ich nicht die Befürchtung, dass wir irgendwo haben eins liegen lassen. Duftet das lecker. Und zack. So, nein. Haben wir jetzt noch einen Kaffee? Angstresistenz permanent erhöht. Ist hier noch mehr Kaffee drin? Ja, ne? Na gut. Und direkt noch einen hinterher, warum auch immer. Zack, hier oben. Da sehen wir es wachsen. Die Hälfte haben wir ungefähr. Wir werden langsam zu einem mutigen Jungen. So, Schüssel wieder her, bitte. Tasse brauchen wir nicht mehr, passt alles. Und dann auf zum Steinhaus. War jetzt nicht der Riesenumweg. Ich denke, das kann man verkraften. Ach, wir hätten hier hinten langlaufen können. Ich Vollidiot bin hier unten. Naja, man lernt nie aus. Dann schlafen wir jetzt mal eine Runde im Steinhaus. Und dann wird bestimmt ein Walkie-Talkie-Funkspruch vom Walter kommen, wo wir ihn finden. Wahrscheinlich noch ein Stück weiter oben am Berg. Dann können wir ihm sein ganzes Zeug geben und kommen hoffentlich dem Rätsel des Todes unseres Großpapas etwas näher. Aber ich muss trotzdem sagen, man kommt sehr gut durch. Also die Rätsel sind natürlich nicht die schwierigsten, aber so Spiele, wo man dann 2 Stunden an einem Rätsel hängt, machen mich absolut wahnsinnig. Also da bin ich sehr, sehr froh. Es ist natürlich aktuell noch nicht so richtig krass. Horror wird es wahrscheinlich auch nicht werden. Ich denke, es geht hier wirklich mehr um die Geschichte drumherum. Um die düstere Stimmung. Und halt kleine Rätsel. Aber ich muss sagen, es spielt sich bisher wirklich sehr, sehr schön. Also ich kann absolut nicht meckern. Die Rätsel sind alle so, dass man schon relativ schnell drauf kommt. Bin auch sehr, sehr interessiert, was es alles auf sich hat. Mit dieser ganzen Geschichte hier. Deswegen schon mal großes Lob. Ich hoffe, dass es so bleibt. Und jetzt legen wir uns doch mal direkt eine Runde schlafen. Mach halt die Augen zu. Möchte nicht im Dunkeln schlafen, da habe ich Angst. Wir müssen wohl. Ach, das ist das Ding, was sich der Opa immer auf die Brust gelegt hat. Damit er besser schlafen kann. Hatten wir aber, glaube ich, bei der letzten Nacht nicht. Hatten wir unseren Geißkopf einfach mit im Bett. Hätte uns auch beschützt. Gucken, ob wir wieder einen Traum haben. Nein, wir sind wieder im Bett. Ach, ich habe dann immer so Angst, hochzugucken. Aber es sieht gut aus. Wir sind in einem anderen Raum, oder? Nee, das sah gerade so länglich aus. Entschuldigung. Licht wieder an. Alles gut gegangen. Kein Traum, kein Nichts. Warum hier nochmal ein Fernglas steht. Vielleicht rechnet das Spiel doch damit, dass man was übersieht und platziert es dann später nochmal. So, jetzt wäre es schön, wenn du mal funkst. Können wir selber funken? Nö. Was ist denn da draußen los? Sieht aus wie die Leute aus dem Krieg. Ich glaube, die Imker sind weg.
platziere Gegenstand. Ach, wir hätten eigentlich mal... Haben wir die Schutzkerze noch? Ach nö, können wir hier ins Regal stellen. Können wir uns einrichten. Man sieht halt tatsächlich nur die Laternen. Ja, ich denke, das sind die aus dem Krieg. Vielleicht hat Walter seine Kumpels vorgeschickt oder er ist einer davon. Was ist das Ziel? In der Steinhütte? Beim See schlafen? Ist erledigt. Würde jetzt mal noch ein bisschen abwarten. Ob hier nicht doch noch ein Funkspruch reinkommt. Können wir das wieder aufnehmen? Nö. Jetzt ist es erledigt. Und was jetzt auf uns zukommt, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen. Macht's gut.